euch nun, wie man auf dem Akkordeon Hänsel und Gretel spielen kann. Die Noten dazu könnt ihr auf der Homepage runterladen als PDF-Datei. Ich beginne mal mit der rechten Hand. Es ist wichtig, dass wir beim Akkordeon die rechte und die linke Hand getrennt voneinander einüben, denn erst danach setzen wir die linke und die rechte Hand zusammen. Das ist dann einfacher. Den Daumen lege ich auf das C. Das ist der zweite Ton von oben. Ich starte aber mit dem kleinen Finger, der auf dem G liegt. Und alle fünf Finger liegen hintereinander auf den Tasten. Kommen wir nun zur Bassseite. Bei diesem Stück brauchen wir einmal den C-Bass. Der C-Bass, Grundbass, ist der Bass mit der Einkerbung. Den spielen wir nachher mit dem vierten Finger. Und dann brauchen wir noch den C-Dur-Dreiklang, der sich neben dem C-Grundbass befindet. Diesen spielen wir mit dem dritten Finger. Ebenfalls bei dem Stück brauchen wir auch die G-Bässe. Die befinden sich über dem C-Bass. Einmal der G-Grundbass und daneben der G-Dur-Dreiklang. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Horn. So, jetzt haben wir beide Seiten erlernt und jetzt spiele ich einmal alles zusammen vor.